Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Nicole und heute habe ich nicht ein Paket, auch nicht zwei Pakete, auch nicht drei Pakete, sondern gleich vier Pakete, die ich mit euch auspacken möchte. Wenn ihr wissen möchtet, um was für Pakete es sich hierbei handelt, dann bleibt gerne dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Also ihr Lieben, bei diesem Video hier dreht es sich speziell nochmal um das Thema Weihnachtsgeschenke und diesmal möchte ich euch Ideen bringen für ein Weihnachtsgeschenk an einen Mann zum Beispiel. Und ich habe bei der Internetseite mysurprise.de die Blackbox Men entdeckt, die ist ja auch regulär bei der Pinkbox zu kaufen gibt. Allerdings gibt es diese Blackbox Men bei MySurprise zu einem günstigeren Preis, weil es dort die älteren Varianten sind, die älteren Versionen. Generell spart ihr dort auf der Seite immer 15%, wenn ihr Abonnent zum Beispiel von der Pinkbox, von der Luxurybox, von der Brigittebox und so weiter seid. Also wenn ihr Abonnent von einer dieser Boxen seid, aus dieser Meta-Crew, dann spart ihr bei MySurprise 15%. Naja, und jetzt zum Black Friday gab es da nochmal extra Prozente. Dadurch habe ich auf zwei der drei Blackbox Men, ich spicke mal, 40% gespart. Auf eine der Blackbox Men 33%. Und dann habe ich noch vom Lindt Schokoladenclub eine Box bestellt. Auf die habe ich auch 33% gespart. Also im Prinzip ist es nochmal ein kleiner Black Friday Haul. Ich brauchte tatsächlich auch nochmal mal so ein paar Geschenke für männliche Kollegen, für meinen Bruder, für meinen Ehemann, dann zu Weihnachten und so. Und deswegen habe ich da immer zugeschlagen, möchte euch jetzt die Boxen vorstellen und vielleicht ist es nochmal eine Idee, falls ihr noch ein Geschenk sucht, wo man vielleicht auch nochmal gucken könnte, ob man da eine einzelne Box bestellt, denn das Ganze funktioniert natürlich alles ohne Abo. Ich fange jetzt hier mal mit der ersten Blackbox Men an. Ich weiß jetzt nicht, welche das genau ist. Wenn ich das herausfinde oder wenn es jetzt hier gleich irgendwo drin steht, dann wende ich euch das ein oder sage euch das. Ja, da haben wir hier diesen Blick in die Box. Da liegt tatsächlich ein Produkt daneben und das ist ein Getränk. Braufaktum, das Kraftbier. Hallo, Hopfen, betontes Pale Ale. Oh, Pale Ale klingt lecker. Werde ich mir gleich in den Kühlschrank stellen und glaube ich selbst trinken. Ja, ich glaube, das mache ich. Da habe ich irgendwie Appetit drauf. Und dann haben wir einmal hier die reguläre Blackbox Men. Der Deckel geht hier gar nicht richtig zu. Ich nehme den jetzt einmal ab. Und dann hat man hier, wie so üblich bei diesen ganzen Geschenkboxen, Seidenpapier hier in Schwarz und dann dieses beigefarbene Seidenbändchen. Das ist natürlich auch sehr passend für die Männer. Und dann haben wir hier den ersten Blick in die Box. Also gleich vorab, ich habe vor, die Produkte aus diesen einzelnen Boxen so ein bisschen zu mixen und zusammenzustellen und dann neue Pakete draus zu schnüren für meine Liebsten und so weiter. Das erste, was ich jetzt hier habe, ist ein Rabattcode über oder ein Rabatt über 5 Euro für Rituals. Sehr schön. Der gilt speziell für die Kollektion The Ritual of Samurai und war gültig bis 10.10.2019. Gut, das ist so ein kleiner Nachteil, wenn man sich eine Box kauft, die etwas älter ist, aber nicht schlimm. Dafür habe ich ja generell gespart. Was haben wir denn hier noch? Werbung von Playboy, auch nicht schlecht. Und dann haben wir hier einmal ein Magazin. Mal reinblättern, mal gucken. Vielleicht steht da irgendwo, von wann diese Box ist. Nö. Also hier steht jetzt nicht bei, von wann diese Box ist. Das wird dann also bei den anderen auch nicht mit dabei stehen. Was ich weiß, eine war vom Sommer 2018, eine vom Frühjahr 2019 und die dritte vom Sommer 2019. Also das nur am Rande. Soll mich jetzt aber persönlich nicht stören. Wir starten einmal mit dem ersten Produkt und da haben wir hier von Balea Men, der Eigenmarke von DM,
Hydro-Augenpads mit Kühleffekt, mit Grünteeextrakt. Finde ich super. Ich denke, auch Männer mögen sowas mal gerne und können die dann einmal ausprobieren. Dann habe ich hier ein Antiperspirant von Mumman. Die Marke kenne ich gar nicht. Code One, 48 Stunden plus Protection, also über 48 Stunden soll das schützen. Ein maskuliner und verführerischer Duft für moderne Männer ohne Alkohol. Ich schraube das jetzt einfach mal kurz auf und rieche. Oh ja, das erinnert mich an irgendwas, aber ich kann euch nicht sagen, was. Es hat so eine frische Note mit bei, gefällt mir sehr gut. Dann haben wir hier noch ein zweites tatsächlich. Aber das Klassik Antiperspirant. Mal gucken, wie das riecht. Ja, es riecht so ein bisschen neutraler, männlicher, würde ich fast sagen. Was haben wir denn dann als nächstes? Oh, hier ist noch so viel drin. Ja, passend zur Werbung haben wir hier echt Kondome vom Playboy drin. Mit dem Häschen drauf. 8 Stück sind hier drin. Gefühlsecht. Hauchzarte Kondome mit optimaler Passform und extra langer Gleitfähigkeit für intensives Empfinden. Na, das werde ich nur einem ins Weihnachtspaket packen können. Mein Mann natürlich. Ich hoffe, er freut sich. Und dann haben wir als nächstes eine Zahnpasta. Krasser Wechsel jetzt. Die kenne ich. Das ist The Humble Co. Eine Natural Toothpaste mit Charcoal. Habe ich schon einmal aufgebraucht, habe ich auch einmal im Backup. Ich finde die echt nicht schlecht. Ich finde auch nicht, dass man jetzt mega doll die Holzkohle daraus schmeckt. Ich finde sie ziemlich gut, ist vegan und kann man auf alle Fälle verwenden. Also die Box ist echt krass gefüllt. Ich hoffe, das Video wird nicht zu lang. Das nächste ist hier einmal diese Tube von Gents Care, eine Fußcreme für Männer. Sehr schön. Vegane Naturkosmetik kommt in einem sehr dunklen, männlichen Design daher. Das ist auch vegan. Sehr schön. Und 100 Milliliter sind hier drin. Und ja, auch Männer dürfen sich gerne die Füße pflegen. Dann haben wir hier eine Dose, oh, von Rituals. Sehr schön, richtig cool. In einer Full-Size-Größe haben wir hier The Ritual of Samurai, ein Shower-Foam mit Organic Bamboo and Sandalwood. Das ist ein richtig schöner Duft aus der Männerreihe von Rituals. Finde ich richtig toll und ein mega cooles Produkt. Also mit Rituals hätte ich jetzt so gar nicht gerechnet. Das finde ich mega klasse. Und dann haben wir hier noch ein Produkt von Rituals. Was? Okay, das ist dann einmal dieses Typchen hier, auch The Ritual of Samurai. Eine Shave Cream mit Basil and Ginseng. 70 Milliliter sind hier drin. Auch sehr, sehr cool. Also eine Rasiercreme. Sehr schön. Da überlege ich gerade, wem ich das ins Päckchen packe. Weiß ich noch nicht genau. Dann haben wir hier auch etwas von einer tollen Marke, nämlich Redken, ein Produkt. Redken Bros. 3-in-1 Shampoo, Conditioner and Body Wash. Na, das ist ja super perfekt für Männer. Also meiner tut sich tatsächlich auch mit einem und demselben Produkt alles waschen, egal ob Kopfhaare, Körper, was auch immer. 50 Milliliter sind hier drin. Ich mag hier mal dran schnuppern. Ich bin gespannt, wie das riecht. Oh, doch eher dezent. Natürlich sehr maskulin, in die maskuline Richtung. Aber ein schöner Duft, da wird der Mann, der das nutzt, sehr gut riechen danach. Und dann haben wir hier noch ein letztes, sehr großes Tüpchen in der Box. Das ist wieder von DM Sundance. Ein transparentes Sonnengel. Oh, okay. Mit Sofortschutz. Es ist wasserfest und hat UVA- und UVB-Schutz. Mit dem Lichtschutzfaktor 50, also sehr hoch. Finde ich auch sehr gut. Kann man gut gebrauchen. Natürlich dauert es jetzt auch wieder ein bisschen, bis dann der Sommer kommt. Aber da das der hier zu ist, ich schau mal kurz. Ja, hält sich mindestens bis Mai 2021. Also im kommenden Sommer kann das noch super verwendet werden. So, das war Box Nummer 1. Wir machen weiter mit Box Nummer 2. Ich werde euch jetzt hier nur noch mal kurz den Wert der ersten Box einblenden. Ich bin echt gespannt, wie hoch der ausfallen wird.
Also hier habe ich jetzt einmal die zweite Box und ihr seht, sie lässt sich nicht richtig schließen. Sie ist auch wieder prall gefüllt. Hier haben wir jetzt etwas Werbung von Maddox & Mills drin. Okay. Und ja, echt prall gefüllt auch wieder. Oh, und tatsächlich haben wir hier auch von Maddox & Mills ein Tonic drin, ein Tuff-Tonic mit 60 Litern. Ein Eau de Toilette ist das, ein Parfüm. Oh, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Ich mag mir das Fläschchen gerne mal angucken, aber eigentlich will ich das ja weiter verschenken. Ach, egal, ich mache es auf. Ich glaube, wenn jetzt diese Folie außenrum nicht dran ist, ist das auch nicht so wild. Je nachdem, wer es dann geschenkt bekommt, dem kann ich das ja sagen. Aber ich würde mir gerne das Fläschchen anschauen. Und so sieht das einmal aus. Sieht sehr hübsch aus. Und 60 Milliliter sind hier drin. Es ist doch ein sehr kräftig herber Geruch. Also eher was für den erwachsenen Mann. Damit weiß ich auch schon, wie ich mich das schenken werde. Und ja, finde ich cool. Und ich hoffe, derjenige, der das dann von mir zu Weihnachten bekommt, wird sich auch drüber freuen. Das nächste Produkt in dieser zweiten Box ist etwas von Salt House Just for Men. Ein totes Meer-Duschgel, sensitiv, 3-in-1 Formel wieder für Körper, Gesicht und Haar. Ich habe manchmal das Gefühl, die ganzen Firmen wissen schon, dass sie den Männern nicht großartig tausend verschiedene Produkte aufschwatzen können, wie uns Frauen. Ja, es ist so, wie es ist. Belebende Pflege, kein Spannungsgefühl, kein Juckreiz. Steht hier noch mehr drauf. Das riecht sehr gut. Also wenn mein Mann nach dem Duschen danach riecht, fände ich das mega klasse. Das nächste Produkt ist etwas für die Haare von Zainz. Ein Shampoo, tiefenreinigend mit Menthol und Aktivkohle. Das klingt sehr spannend. Habe ich so in einem Haarprodukt auch noch nicht gesehen. Das muss ich dann natürlich jemandem schenken, der überhaupt noch Haare auf dem Kopf hat, ne? Wir haben hier auch Gesichtsmasken in der Box von Butcher's Son. Clean and Relax Face Mask, beruhigende Tiefenreinigung. Herb würzig mit Aktivkohle, grüner Tonerde, Shea Butter und Sojaöl. Klingt sehr gut. Werde ich dann auch bei jemandem mit in die Geschenkebox packen. Dann haben wir etwas von Redken. Da hatten wir in der ersten Box ja auch was gehabt. Hier haben wir jetzt ein Work Hard Molding Paste. Was ist das? Maximum Control Natural Finish. Das ist vielleicht so eine Art Stylingwachs. Redken Bruce feste Pomade. Modelliert Stylies mit Textur und verleiht ein natürliches Finish. Ja, etwas zum Stylen. Da weiß ich auch schon, wem ich das schenken werde. Ja, das finde ich ja lustig, denn passend zu der Fußcreme aus der ersten Box haben wir jetzt hier noch eine Hand- und Nagelcreme von der gleichen Marke in der zweiten Box. Das ist super, vegane Naturkosmetik. Ja, Hände und Nägel müssen auch bei Männern gepflegt werden. Das werde ich dann sehr wahrscheinlich als Set, also die Fußpflege aus der ersten Box zusammen mit dem Tübchen hier, zusammen bei jemandem mit reinmachen. Finde ich super. Und oh, von I plus M ist auch was drin. I plus M ist eine Berliner Marke und da haben wir hier Wildlife for Men, ein Face Power Gel mit Tigergras und Hyaluron. Sehr schön und Anti-Blue Light, also es soll vor dem bösen blauen Bildschirm nicht schützen. Finde ich auch sehr gut und wird sich bestimmt auch jemand drüber freuen. Das letzte Produkt jetzt hier in der zweiten Box ist hier nochmal so separat eingeschweißt. Ich glaube, das ist eine Grillschürze, denn wir haben hier Weber und einen Grill abgebildet. Ja, ein sehr hochwertiger Stoff, muss ich sagen. Und ja, es ist eine riesige schwarze Grillschürze. Sehr gut, weiß ich auch schon, wem ich das schenken werde. Finde ich super. Kommen wir zu der dritten Blackbox Men. Die ist von der Größe tatsächlich kleiner als die anderen beiden, aber das soll uns nicht stören oder nicht davon abhalten, da jetzt genauso neugierig reinzugucken.
Und ich sehe hier auch echt tolle Produkte drin. Das eine ist hier zum einen einmal von Rituals, ein Foaming Shower Gel Sensation. Also haben wir hier wieder ein Rituals-Produkt, sehr schön. Das ist aus der Reihe The Ritual of Samurai, finde ich richtig cool, mit Mandarin und Yuzu. Ja, ich bin schon am Überlegen und in meinem Kopf teile ich diese ganzen Produkte schon auf die lieben Personen auf, die ich da beschenken möchte. Was nicht in die Box gepasst hat, was daneben lag, ist einmal dieser Rasierer von Gillette Fusion 5. Mein Mann benutzt Gillette Rasierer und ist damit sehr zufrieden. Also ein tolles Produkt. Dann habe ich hier etwas, ja, ein Deodorant von Le Parfumeur. Davon hatte ich auch schon mal ein Produkt in einer Box gehabt. Das ist jetzt speziell Pure Monsieur, also für den Herren. Dieses Deodorant mit dem Le Parfumeur Pure Monsieur Duft gibt Ihnen den ganzen Tag ein sicheres Gefühl der Frische, ohne Aluminiumsalze oder Farbstoffe, für alle Hauttypen geeignet. Sehr gut. Dann haben wir hier etwas, was nicht aus dem Bereich der Kosmetik kommt, nämlich einen Keeper von Gigaset. Da hatte ich auch mal einen in der Box gehabt. Ich glaube, das war auch die Pink Box gewesen. Mit diesen Teilchen kann man halt seinen Schlüssel zum Beispiel wiederfinden, sein Handy oder was auch immer. Funktioniert ganz gut und das wird dann auch weiter verschenkt. Ich liebe die Produkte von Dresdner Essenz und wir haben hier einen Badezusatz von der Marke drin. Anpfiff zur Auszeit. Ein Pflegebad mit fruchtig frischem Duft. Belebend und vitalisierend. Das passt natürlich sehr gut. Das hier ist eine Limited Edition zum Fußballsommer. Dann wird diese Box von 2018 sein, glaube ich. Aus dem Sommer 2018, genau. Ja, finde ich cool. Wird dann auch mit weitergegeben. Und dann haben wir hier von Balea Men eine Hydrotuchmaske mit Frische Kick mit Aloe Vera und Kamillenextrakten. Da hatten wir vorhin auch schon die Augenpads. Also werde ich das dann zusammen mit dem anderen zusammen in eine Box packen. Und ich hoffe, der Beschenkte wird sich dann auch sehr drüber freuen. Dann habe ich hier noch so ein kleines, ja, Pröbchen von Ultrasun. Ein Transparent Sun Protection ist das. Wasserfest. Mit Lichtschutzfaktor 20 ist das und hier sind 25 Milliliter drin. Ja, im Vergleich zu dem anderen Produkt, was wir vorhin schon hatten, zu dem Sonnenschutz, das war natürlich wesentlich größer, das Tübchen. Stinkt das jetzt ein bisschen ab von der Größe, aber okay, kann man auch mit irgendwo dazu packen. Und das letzte Produkt ist jetzt wieder etwas zum Stylen der Haare von L'Oréal Paris Studioline. Das Grooming Pomade Spurenlos Fix mit natürlichem Halt. Mal gucken, wem ich das schenken werde. Ja, und damit war das auch schon der Inhalt der dritten Box. Ich muss sagen, im Vergleich zu den anderen beiden, die ich zuerst ausgepackt habe, lust sie ein bisschen ab. Am allerbesten fand ich tatsächlich die erste Box. Obwohl die zweite auch ganz cool war mit dem Parfüm. Ja, zwischen den ersten beiden kann ich mich nicht entscheiden. Aber insgesamt denke ich, hat sich das alles in jedem Fall gelohnt. Ich werde euch jetzt hier mal den Wert der dritten Box einblenden. Jetzt kommen wir noch zum allerletzten Paket und das ist dann einmal dieses hier vom Lindt Schokoladenclub. Ich weiß gar nicht, wie oft das zu einem nach Hause kommt. Ob das jetzt alle 2 oder alle 3 Monate ist. Ich glaube, alle 3 Monate. Ich fand es auf alle Fälle ganz cool, weil Lindt liebe ich. Ich finde, es ist mit die beste Schokolade, die man überhaupt kaufen kann. Und ja, in so einem Paketpreis wird, oder in so einem Paket wird ja auch der Mehrwert entsprechend höher sein, als was man so regulär für das Paket bezahlt. Und ich nehme jetzt hier einmal den Deckel ab. Und ich dachte mir, ich hole das auch einmal mit, weil zum Beispiel der Postbote, der uns immer die vielen Pakete bringt, der bekommt dann da auch mal was in die Richtung in die Hand gedrückt. Wir haben jetzt hier einmal so einen ganz großen Flyer, einmal hier etwas Kleines und dann hier Blick auf wunderschönes Seidenpapier. Das werde ich versuchen, heile zu lassen. Der kleine Flyer ist eine Bonuskarte, das schaue ich mir später mal an. Und hier im Großen schaue ich mal kurz rein.
Ja, da sind ein paar Worte an das Schokoladenclub-Mitglied gerichtet und dann tatsächlich auch hier alle Produkte abgebildet. Preisangaben stehen da auch mit bei, aber die werde ich auch bei dieser Box natürlich einblenden. Ja, und dann haben wir hier einmal das schöne Seidenpapier. Das werde ich jetzt versuchen, heile zu lassen und das klappt spielend leicht. Und dann haben wir hier, wie bei einer Pralinschachtel, nochmal so einen, ja, so einen Schutz drauf. Und dann sind hier die einzelnen Produkte. Oh, und ich sehe echt leckere Sachen, auch Sachen, die ich bereits kenne. Was ich noch nicht kenne, ist tatsächlich diese Tafel Schokolade mit Tiramisu mit Kaffeecreme. Oh, sehr lecker. Die werde ich, glaube ich, selbst vernaschen. Was ich bereits kenne, sind diese Mini-Pralines à la Macaron. Die sehen aus wie so kleine halbe Macarons und haben verschiedene Füllungen. Erdbeere, Zitrone und ich weiß, Pistazie war das, glaube ich, genau. Die sind wirklich sehr lecker und süß für zwischendurch. Was ich sehr liebe und worüber ich mich besonders freue, was ich ganz bestimmt selbst vernaschen werde, sind diese Lindor-Kugeln. Unendlich zart schmelzend, helle Mischung, Weiß-Stracciatella und Cappuccino ist da drin. Lecker, da freue ich mich drauf. Richtig cool. Dann haben wir hier noch von Lindor, ja, so einzelne Riegelchen sind hier in dieser Verpackung. Vollmilchschokolade mit zart schmelzender Füllung, lecker. Aber mit was die Füllung jetzt ist, steht hier nicht drauf. Hier vorne steht nur Milch, also vielleicht ist es eine Vollmilchfüllung, einfach nur werde ich testen oder verschenken, weiß ich noch nicht. Theoretisch könnte ich ja auch bei jedem von den Beschenkten einen so einen Riegel reinmachen. Mal gucken. Dann haben wir hier einmal dieses kleine Schächtelchen drin. Das ist auch immer super süß zum Verschenken, so als kleine Mini-Aufmerksamkeit. Da haben wir hier von Lindt die viel Glück-Pralines drin. Das sind auch so Mini-Pralinen. Und ich meine, die sind auch in so einer Kleeblattform auch sehr schön. Dann haben wir hier noch drei Produkte tatsächlich. Auch sehr schön und sehr hochwertig, die Lindt Excellence, eine 55% Kakao-Milchschokolade mit 80%, auch sehr gut. Und hierüber freue ich mich jetzt besonders, denn diese Schokolade ist mit Pistazienfüllung. Das liebe ich. Klingt sehr lecker und glaube, werde ich auch für mich behalten. Das letzte, was ich jetzt hier noch drin habe, ist eine richtig große Pralinenschachtel. Hier haben wir Praliné Marzipan, eine Vielfalt raffinierter Marzipanpralinis. Sehr schön. Ich glaube, die werde ich tatsächlich entweder meinem Postboten schenken oder wenn dann zu Weihnachten der Besuch kommt, auf den Tisch stellen. Da kann dann jeder mal von naschen. Da Lindt-Produkte wirklich sehr teuer sind, gehe ich davon aus, dass sich diese Box auch sehr gelohnt haben wird. Ich werde euch jetzt hier mal den Gesamtwert einblenden und bin da auch selbst sehr gespannt drauf. Ja, wir haben jetzt auch schon alle vier Pakete ausgepackt. Es war ein ordentlicher Schwung und ich hoffe, ihr habt vielleicht so auch nochmal eine Idee mehr, was ihr zu Weihnachten verschenken könnt. Gerade an den Ehemann, Bruder, besten Freund, Kumpel, wen auch immer. Ich denke, das lohnt sich, gerade auch mit diesen Boxen. Und wenn man nicht so eine ganze Box verschenken möchte, kann man die Produkte super aufteilen. Ich glaube, das lohnt sich auf alle Fälle. Und ja, damit darf ich mich an dieser Stelle auch schon ganz herzlich bei euch fürs Zusehen bedanken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich mega freuen. Hier blende ich euch mal noch die Möglichkeit ein, meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Damit verpasst ihr auch keine Videos mehr. Und hier habe ich mal noch zwei weitere Videovorschläge. Klickt doch da gerne mal rein. Damit sage ich Tschüss, alles Liebe, eure Nicole.